Da sind wir. Phoenix hat ein ganz neues Produkt auf MAN, ein richtiger LKW. Er kostet knapp über 450.000 Euro. Und ja, der Wolfgang, das ist ganz großer Fan von MAN. Du sagst, das ist ein richtig tolles Auto, oder? Ja, der macht im Stehen Spaß, weil er viel Platz im Inneren bietet. Und beim Fahren macht er noch viel mehr Spaß mit 290 PS. Ein ganz seitenweicher Sechszylinder, 12-Gang-Automatik. Also der macht wirklich Spaß. Ja, das ist ein Familienauto, kann man sagen. Also oft ist Alkoven, aber es wird auch benutzt von vielen Leuten, weil es hat unglaublich viel Stauraum, also der auch innen benutzbar ist. Ich nehme an, das Fahrzeug hat richtig Reserven. Da ist ein LKW drunter. Da ist ein 15-Tonnen-Chassis drunter von MAN und der hat genügend Zuladungsreserven für alle Spielzeuge, die man so mit sich nimmt. Ja, das ist ganz wichtig bei 7,5 Tonnen. Oft ist man komplett am Anschlag. Das geht sogar relativ schnell. Aber wenn man den C-Führerschein macht und du sagst, das ist gar nicht so schwer, man kann das nachrüsten. Also wenn man den C1E hat, dann hat man auch oft die Fahrerfahrung schon vom 7,5 Tonner. Ja, man ist auf ein LKW-Chassis eingelernt und jetzt dann von 7,5 auf den CE auf die 12 Tonnen. Das macht auch großen Sinn, weil das ist ein echter LKW, der fährt sich wie ein LKW und der braucht auch die Reserven, die ein LKW hat. Ja, ihr macht das schon lange mit MAN, aber jetzt, das ist alles voll digital. Das Schöne ist auch hier das Fahrerhaus, das ist so richtig männlich. Fahren das auch Frauen viele? Es gibt Frauen, die den MAN auch fahren und die fahren ihn auch gern. Das ist nämlich ganz einfach zu fahren. Es fährt sich im Grunde nach ein bisschen Übung wie ein PKW, denn du bist nicht vor dem Vorderrad, wie beim Bus. Ich sage immer, das sind reine Frauenautos. Ne? Die haben eine Automatik, die haben eine Servolenkung, die haben eine Rückfahrkamera. Und das sind Autos, die können auch von einer zarten Frauenhand gefahren werden. Meine blöde Frage, die stehen sich ja nicht kaputt. Also oft habe ich ja mal gehört, die müssen dauernd in Bewegung sein, sonst rostet da irgendwas ein. Das gibt's nicht mehr. Ein Wohnmobil sollte bewohnt und bewegt werden. Das ist wirklich so. Wenn ein Auto 2 Jahre steht, das tut dem Auto nicht gut. Okay, das sollte man also machen. Das heißt, ab und zu mal fahren. Die meisten fahren ja auch. Das heißt, das ist jetzt kein Auto. Da sollte man sich vielleicht einen Tabat-Wohnwagen holen, wenn man dauerhaft steht. Ja, genau, wenn man am Campingplatz stehen will. Also ich sage immer, ein Wohnmobil ist ein lebendes Objekt. Das sollte auch benutzt werden. Klär mich mal auf. Ist jetzt hier eine Hexitzgruppe drin oder hat man hinten das Bett? Hat hinten eine große PKW-Garage für einen Mini Cooper. Hat vorne eine Dinette, ist also wirklich ein Familienauto, hat 6 Gurtplätze, hat 4 bis 6 Schlafplätze, ist also eine große Familienkutsche. Ja. Genau, Wolfgang, wenn du mal kurz mal zu mir kommst, wir schicken mal gerade die Shenandoah dahin und wenn du mal gerade die Arme mal komplett ausbreitest, dass man mal sieht auf dem Video, wie groß das Fahrzeug ist, dann stelle ich mich mal hier hin, dass wir das mal haben. Das ist wirklich, ist ein tolles Fahrzeug, muss man schon sagen. Ganz viele Klappen, das heißt, ich kann ja einiges mitnehmen, zum Beispiel Gas an Vorrat. Zum Beispiel Gastank wäre kein Problem. Gastank 120 Liter ist kein Problem. Ne? Ganz normale 2x11 Kilo Gasflaschen, Gastank, 2 Dieseltanks und so weiter. Das sind so die Sachen, die kann man bei dem Auto wählen. Die Länge vom Fahrzeug? Die Länge von dem, der liegt bei 11 Metern. Ein richtig ausgewachsenes Auto, wenn man sich überlegt, 450.000 Euro, da bin ich bei der 7,5 Tonnen Klasse eigentlich, wenn ich ihn gut ausstatte, beim gleichen Preis, oder? Ja, aber das ist jetzt ein anderes Konzept. Aber was sind das für Kunden, die den kaufen? Kunterbunt. Menschen wie du und ich. Sehr schön, kann man gar nicht sagen. Die haben halt etwas mehr Geld zur Verfügung und das ist ja auch eine tolle Investition. Wir haben eine gewisse Wertstabilität bei den Fahrzeugen. Und es lohnt sich, einen Phoenix zu kaufen. Das ist ja meine Garage hier. Die ist ja riesig. Das ist von Mini Cooper. Mini Cooper plus natürlich ein Fahrradlift, der hier da ist. Fahrradlift, genau. Fahrrad, Motorrad, je nachdem, was da gewünscht wird. Also die Fahrräder kommen hier drauf und werden dann hochgehoben? Ja. Das kann dir der Wolfgang gerade mal zeigen, denn er hat die Fernbedienung direkt da. Wir haben jetzt hier die reine Plattform und da muss der Kunde entscheiden, will er jetzt eine Box, um Stühle oder irgendwas reinzutun oder will er einen Fahrradständer, einfach, zweifach, dreifach, vierfach. Das lässt sich auf der Box montieren. Das sagt er euch. Wenn du mal gerade so nett bist, mal ganz hoch fährst, hier vorne sind dann die Auffahrrampen, die sind schon hier drin, die schraubst du einfach raus und kannst sie dann hier anlegen und das sieht man hier vorne, da ist ein Fahrzeug bereits schon in der Verladung. Ja, und hier werden jetzt die Fahrräder. Ja. Und dann sieht man sie auch gar nicht mehr. Nach oben
Wie mit einem Aufzug. Zwei Möglichkeiten. Man kann hier einen Smart reinstellen. Dann lässt sich dieser Hubboden noch während der PKW drin ist absenken. Oder man stellt einen Mini Cooper rein. Dann muss natürlich der Mini raus, wenn der Boden runterfährt. Okay, erst das Auto raus, dann die Fahrräder raus. Genau, ja. Also viele nehmen ja das Auto mit, weil mit so einem großen Fahrzeug, da kannst du vielleicht nicht direkt an die erste Reihe am Strand, aber mit dem Auto kommst du immer hin. Genau, kommt vorher. Ja. Ja, ein ganz anderes Konzept. Also oft hat man ja, ich sag mal beim Wettbewerb, Kopien, der eine kopiert den anderen, die sehen fast gleich aus. Bei euch ist alles anders, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir kopieren nicht, wir entwickeln. Ist aber wirklich so, ne? Immer wieder neu aufersteht. Ich sage ja manchmal zu meinem Chef, Mensch, guck dir das mal beim Mitbewerber an und versuch das mal schön noch besser zu machen, aber der sagt, nein, ich entwickle das lieber gescheit. Der ist Ingenieur, dein Chef? Mein Chef ist Schreinermeister und der hat viel, viel Ingenieurs-Know-how. Okay. Und hat mindestens 40 Jahre Erfahrung. So ist das. Hier vorne Victron Energy drin, 3000er. Votronic Technik. Das ist aus Erfahrung, das funktioniert. Ihr habt das jetzt nicht alles auf ein Panel gelegt oder sowas, sondern das ist wirklich Technik, der aus dem Weltreisemobilen kommt, Votronic. Also das klappt, oder? Funktioniert einwandfrei. Solar, alles, was der Kunde möchte. Das Schöne bei euch ist auch, man kommt an die Tanks von oben nochmal ran. Ja. Bei uns ist eine sehr transparente Technik installiert. Ne? Man sieht die Wassertanks, man sieht die Elektrik, man sieht, wie es gebaut ist und auch unser Möbelbau. Wir bauen ja von außen nach innen, das heißt, wir bauen erst die Kabine, machen dann den Innenausbau und alles, was durch die Tür ins Auto getragen wird und eingebaut wird, kann ich auf demselben Wege auch wieder ausbauen. Also Reparaturfreundlichkeit, Wartbarkeit von den Phoenix Wohnmobilen ist 1A. Achso, ihr baut nicht erst alle Möbel ein und dann die Seitenwände dran? Nein, wir bauen von außen nach innen. Aus nach innen. Die Kabine gebaut, wie ein richtiges Haus, wird erst die Kabine gebaut und dann tragen wir die Möbel ins Auto und schrauben die im Auto fest. Kann man das Auto theoretisch mit einer Leerkabine auch fahren? Oder ist das? Wir könnten die Leerkabine schon als Fahrzeug zulassen, das wäre möglich. Das heißt, die Möbel sind kein tragendes Element im Auto? Wir brauchen keine Möbel, um die Wände festzuhalten. Sondern bei uns ist die Kabine selbsttragend und stabil. Ja, alles ist hier ein bisschen stabiler. Ich zeige es mal gerade. Also nochmal Phoenix Top X Alkoven 10.8 BMACX. ACX steht für? BM steht für die Badgröße, das A steht für Autogarage, C für Citroen und das X, weil das ein schöner Sonderbau ist. C für? Citroen. Citroen heißt? Citroen oder Mini. So, in die Garage kommen. Jetzt habe ich es. Ich habe gerade gedacht, ist ja ein MAN, ja. Fahrsicherheitspaket, was alles drin ist. Zubehör, Aufbau. Das Besondere werden wir gleich sehen. Er hat eine unglaubliche Aufbauhöhe. Die, das hast du mir schon angedroht. Ja, 2,13 Meter. 2,13 Meter lichte Innenhöhe. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Schinnandor, geh mal rein. Breite Aufbautür, das heißt, hier kann auch eine Eurobox mal quer rein. Ja. Das geht. Hier der Schuhschrank an der Seite, ganz wichtig. Darf auf keinen Fall fehlen. Für die Pantoffeln oder so, die kommen. Und ich schaue mich mal ganz kurz um. Was ganz anderes diesmal. Also du merkst, du hast ja hier gar kein Auto, was du siehst. Also das Fahrerhaus, das werden wir gleich mal sehen, das ist quasi versteckt, versteckelt. Wo ist es? Da. Da. Das weißt du, da ist vorne. Ja. Aber du hast dann das sogenannte Alkovenbett. Das ist das hier. Mhm. Das ist auch bei Kindern unglaublich beliebt. Die da ist, da klar, also da schlafen die auch ganz gerne. Und du hast hinten ein riesengroßes Längsbett, was da ist. Und hier ein riesengroßes Alkovenbett. Das heißt, das hier ist ein echtes entweder Zwei-Personen-Fahrzeug mit riesigen Ressourcen oder ein Vier-Personen-Fahrzeug. Familienauto. Ja. Hm? Aber in dem Fall mit den Gurtplätzen, mit der Dinette, würde ich es als Familienfahrzeug einordnen. Du musst doch gar nichts umbauen, das ist das Schöne. Das heißt, alles ist kein Hubbett rauf und runter fahren, alles ist fest. Ja, komm mal rein bitte, Wolfgang. Das Konzept muss man lieben. Und es gibt Leute, die mögen Alkoven, aber Alkoven auf LKW wieder was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen mit den kleinen 3,5-Tonner, die irgendwie kommen. Ja gut, die 3,5-Tonner Alkoven werden ja mehr und mehr durch die Teilintegrierten ersetzt. In unserer Klasse, ich sag mal ab 5,5 Tonnen, ist der Alkoven nach wie vor eine ganz feste Größe.
Und gerade im großen Bereich jetzt 12 Tonnen, 15 Tonnen, wissen die Leute auch wirklich einen Alkoven zu schätzen. Ich empfinde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis als ganz hervorragend. Also das ist wirklich, wenn ich den Preis jetzt sehe und das vergleiche mit vielen 7,5-Tonnern, warum machen die Leute keinen C-Führerschein? Ja. Da gibt es Prüfungsangst. Da gibt es ein ganz großes Argument. Fast alle sagen, wenn mir mal was passiert, dann will meine Frau noch heimfahren. Aber die hat ja nie gefahren. Das wird nie passieren, weil die Frauen fahren sowieso nicht. Ich habe es wirklich schon miterlebt, da ist jemand umgekippt und war im Krankenhaus mit Herzinfarkt und da wurde das Auto von einem Bekannten abgeholt. Ja. Aber die Frauen fahren das Auto nicht heim. Ja, also meine Frau, die könnte ja auch fahren, die hat ja auch diesen 96er, also bis 18 Tonnen. Und aber die sagt, okay, fahr mich mal auf den Parkplatz, sagt sie immer, dann üben wir mal ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, selbst das Angebot auf einer dreispurigen Autobahn mal 20 Kilometer von einer Raststätte zur anderen, das wollte sie nicht. Das liegt aber daran, dass die eigenen Männer die schlechtesten Fahrlehrer sind. Das stimmt. Das unterschreibe ich hier direkt. Ja. Wolfgang, mach mir mal einen Gefallen, setz dich mal gerade gegenüber, denn das viel zitierte Face-to-Face, was auf der ganzen Messe rauf und runter geht, das habt ihr schon seit 100 Jahren, oder? Ja, die Nette gibt es nach wie vor. Ne? Das ist was ganz Altes, ist was ganz Bewährtes. Gibt es auch in verschiedenen Variationen. Das ist auch wieder der Tisch wie bei der Barversion zum Ausziehen, zum Hochklappen, zum Absenken. Also das ist was Solides. Das ist auch eine richtig schöne, gute Stube. Was mir auch gut gefällt, ist das Polster, die Wahl hier. Ja. Also in Verbindung mit dem Holz und diesen hellen Tönen, die da sind. Das erinnert mich so ein bisschen an eine bayerische Skihütte. Also richtig warm und gemütlich. Doch so schlimm, ja. Nein, das ist nicht negativ. Nein, eher zeitlos. Nein, da muss man echt sagen, das Polsterdesign, die Gardinen und so weiter, das wird natürlich frei gewählt. Ja. Wir bieten auch schöne moderne Stoffe ein. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als das modernste Stoffmuster bezeichnen, aber wie gesagt, das ist frei wählbar. Aber auch da sollte man das Gesamtensemble einfach mal sehen. Das muss stimmen. Denn ich sag mal, die einzelnen Stoffe, wenn man sie so sieht, so ein bisschen, das kann man nicht vergleichen. Man muss es komplett sehen. Ja. Ihr stellt ja Fahrzeuge zusammen jetzt hier für den Händler. War das ein Kundenwunschfahrzeug oder ist das? Das ist ein Händleraussteller. Okay. Den hat der Händler so konfiguriert. Ja, und der hat gewusst, was er macht, denn wahrscheinlich ist diese Farbkombination mit oft genommen. Der weiß, dass er den so verkaufen kann. So, wir tauschen einmal ganz kurz, dass wir mal den Wolfgang mal in die andere Ecke lassen, dass wir das mal sehen. Die Ecke? Nö, einfach nur, also dass du einfach mal da sitzt, dass wir den Leuten mal sehen, wie viel Platz man hier hat. Das heißt, locker mit, sage ich mal, 4 Personen gar kein Problem. 4 bis 6 Personen, also die Sitzgruppe ist auf 6 Personen ausgelegt. Wenn der Tisch ausgezogen ist, kann ich hier zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs, bis zu 7 Personen können hier sitzen. Ganz tolle Sitzgruppe. Und wir können auch bis zu 7 Personen befördern. Mhm. Das heißt, wir können bei dieser Variante 7 Gurtplätze anbieten. Was auch technisch auch geht. Das ist ja oft ein Problem bei 7,5 Tonnen. Da ist ja jeder Platz, da wird nochmal Gewicht reserviert in der Zulassung. Bei 7,5 wird es schwierig, aber bei 12 oder 15 Tonnen kein Thema. Haben wir da keine Probleme. So, das ist da. Ja, gehen wir mal durch. Also ihr habt ganz viele Dinge, die ihr immer wieder gleich verbaut. Der Kissmann-Kühlschrank, du sagst, das ist richtig ordentlich. Er kostet einen Aufpreis von 400 Euro. 400 Euro, genau. Da ist also ein Kompressorkühlschrank, der dabei ist. Was wäre denn normalerweise Serie an Bord? Wenn wir der 118er Kissmann. Der 118er ist der große. Ja, das ist der Kühlschrank mit Gefrierfach und der hat eine separate Gefrierabteil. So, hier oben der ganz leise Max-Fan, da bist du großer Fan von. Mit, glaube ich, sogar Fernbedienung gibt es den, dass man das einstellen kann. Man kann die Temperatur regeln, dass er automatisch ausgeht. Also genau, ganz. Der Max-Fan hat ein Thermostat und kann über das Thermostat geregelt werden. Das hat im Sommer den großen Vorteil, wenn es irgendwo heiß ist, dann stellt man die Hegis auf Kippe, also auf Lüftung, macht den Max-Fan an und dann wälzt er das Auto so richtig angenehm um und man kann das Auto durchkühlen. Das Schöne ist, man hört den Lüfter kaum. Und der ist sehr leise. Der hat eine Haube, hast du mir erzählt, es kann ruhig regnen. Ja. Das kann nicht reinschlagen, oder? Genau, oder? Die Haube ist länger als der Ausschnitt, geht über den Ausschnitt drüber und saugt von unten die Luft an. Sehr leise. Also es gefällt mir wirklich gut. Und es ist ja nicht die Menge an Luft, sondern dass überhaupt mal Luft zirkuliert. Je nachdem, wenn du bei einer... Aber trotzdem habt ihr eine Truma Aventa drin. Eine Aufbauklimaanlage, die schafft natürlich dann auch im Winter, wenn ich Skiurlaub mache, das Fahrzeug zu entfeuchten. Gutes Argument für eine Klimaanlage, oder? Das heißt, Sachen trocknen. Ja.
sehr zufrieden mit dem Auto. Erklär mir noch mal gerade die Stabilität. Ihr habt hier durchlaufend Aluprofile drin. Die schaffen dann eine starke Stabilität und du sagst, klappern sollte er nicht. Klappern sollte er nicht. Das ist unser Konzept mit der Frontrahmenbauweise und Aluminiumprofilen, dass eben die großen Bretter, da werden die Löcher ausgefräst und diese Frontbretter werden mit dem Boden über die Aluminiumleiste verbunden. Das kann man auch sehen hier im Kleiderschrank. Ja, bitte. Wenn du hier um die Ecke schaust, dann siehst du das Aluminiumprofil von hinten. Warte, ich zeig's mal. Ah, du bist ja ein Fuchs. Du kennst jede Stelle. Das ist die letzte Verbindung, die man eigentlich machen kann. Ne? Okay. Ein normaler Kleiderschrank wird über einige Exzenter verschraubt und wir können hier alle 10, 20 oder 30 cm eine Schraube reindrehen und damit wird das Ganze sehr stabil. Schönes Detail ist der Spiegel hier innen. Man braucht ihn ja sonst nicht. Und wenn du dich mal komplett sehen willst, musst du nur einen Schritt zurückgehen. Das ist wirklich so. Dann ein riesen Apotheker, lieber Wolfgang. Hut ab. Habt ihr gut gewählt? Ja, wird auch immer gerne genommen. Ist auch sehr praktisch. Das ist eine Option. Also, ja, ist eine Option. Aber der Apothekerauszug ist eigentlich, das ist was für die Damen. Das ist jetzt ein Händler-Aussteller, die werden ja dann irgendwann mal verkauft. Ja. Wie viele Kunden konfigurieren sich denn das Fahrzeug ganz individuell? Das ist eigentlich immer die Schwierigkeit. Der Händler stellt sich so ein Auto auf den Hof, der stellt dann eine halbe Million auf den Hof und der Kunde kommt und sagt, Mensch, bei dem Auto, da quält mir die Polsterfarbe nicht oder bei dem Auto ist die Küchenarbeitsplattenfarbe die verkehrte. Und dann bestellt er sich ein neues Auto. Das ist die Schwierigkeit bei diesen großen, teuren Fahrzeugen, dass der Kunde sehr individuell sein Fahrzeug auswählen möchte. Aber es ist hier ganz harmonisch, ist es gelöst hier, finde ich. Also du musst eigentlich nur noch den Kunden finden, der das Auto mag, oder? Genau, das Auto gefällt. Und das ist, da mache ich mir keine Sorgen. Der Kunde wird sich auch finden. So, wenn jetzt jemand das Video sieht und sagt, hier das Auto, das gefällt mir, ja. Der kann sich an dich wenden, Wolfgang, und du wirst den Händler vermitteln. Der kann sich an die Firma Glück in Sulzemoos wenden. Ah, am Freistaat. Ja, an den Freistaat, genau. Sehr schön. Ja, den kenne ich natürlich. Ja, da habe ich die ersten Fahrzeuge auch gefilmt. Aber der darf sich auch an mich wenden, Entschuldigung. Darf sich an dich wenden. Ja, ich wollte jetzt nicht den Händler nennen, aber die Firma Glück, da habe ich schon ganz oft gedreht. Toller Partner für euch. Ich kann sagen, das sind Händler, die stellen uns auch mal ein Fahrzeug zur Verfügung. Unsere Händler, das ist eine schöne Zusammenarbeit. Ja. Ist ja auch immer schwierig, also jetzt Fahrzeuge nur für die Messe zu produzieren, das geht ja gar nicht. Nee, also das Auto geht direkt nach der Messe erstmal zum Fototermin, wird komplett von Promobil durchfotografiert, wird eine Modellvorstellung geben bei dem Auto und dann geht er erst zum Händler. Und das geht natürlich nur, wenn der Händler auch zustimmt und wenn der Händler damit einverstanden ist, dass das Auto einen Tag später geliefert wird. Verstehe. Aber das funktioniert gut. So, auch hier ganz schweres Material. Das ist eine Mineralstoffarbeitsplatte, die, genau, Mineralgranit. Die wird dann zugeliefert bei euch? Ist ein Zulieferteil, genau, und die wird nach unseren Designwünschen angefertigt. Handarbeit wieder, wahrscheinlich. Hier steckt viel Handarbeit drin, ja. Wenn du mal gerade hier mal so einen Auszug aufmachst, mir mal erklärst, das ist richtiger Möbelbau, die Seiten sind aus Metall? Die Seiten sind aus Metall, das ist eine sehr stabile Schubkastenzarge. Und die Besonderheit bei Phoenix ist, wir haben keine Pushlock, also man muss nicht irgendwas drücken, sondern unsere Schubläden ziehen sich selber ein und schließen von selbst. Krass, mit welchem Effekt das geht. Das ja. Wollen wir auch so haben. Ja, unten bitte mal zeigen, die großen. Ja. Das für Töpfe und so, optimal. So, dann hast du ein Mülltrennsystem, ist es hier drunter? Das ist überall drin, ja. Ist ja. Hier bei Phoenix. Großes Mülltrennsystem, der Klassiker, der Dreiflammen-Kochherd von Dometic. So, und hier, das finde ich auch toll, dass du hier was abgießen kannst. Da habt ihr euch Gedanken gemacht. Ja. So eine Cola oder irgendwelche Reste aus irgendwelchen Sachen. Weil hier oft ist ja noch irgendwas drin. Da stellt man dann vielleicht mal das schmutzige Geschirr hin und so. Das ist da. So, gehen wir mal rein, das Bad. Kühlschrank haben wir gezeigt. Hier unten noch eine Schublade, bitte auch mal kurz mal öffnen, dass man mal sieht, wie groß die sind. Das sind die gleichen wie auf der anderen Seite. Ja, die sind geräumig. Das Ganze mal zwei. Ja, dann eine Tür, die kannst du schließen. Und auch absperren. Ja, genau. Wenn jemand mal allein sein möchte. Wenn jemand mal privat sein möchte, dann geht es, ja. Magst du privat sein? Bitte ja. Nicht. Ich will es nicht. Ich brauch dich mal. Ja, das ist ein Raumbadkonzept. Ich kann beide Türen schließen, kann also hier zumachen, sodass jemand, der sich zurückziehen möchte, der kann auch hier hinten zumachen. Ist da ein Spiegel in der Tür, in der großen? Selbstverständlich. Dass wir das mal sehen. Und
Da ist ein ganz großer Spiegel, das heißt, da sehe ich mich komplett. Wir sehen uns auch gerade beide. Die Tür kann man noch ganz zumachen. Und da ist die Festtanktoilette mit großem Tank. Ihr habt hier sogar noch ein, muss man gerade überlegen, da unten ist noch ein Absperrhahn. Was kann der? Und der hat die Bidet-Funktion. Die Bidet-Funktion? Ja, das ist die Toilette mit Bidet-Funktion. Ich zeige das mal gerade. Also das heißt, hier unten ist ein kleiner Popomat drin. Da fährt ein kleiner Ding raus, ein kleiner Wasserhahn. Und den kann man über den Schalter betätigen. Das ist die Tecma mit Bidet-Funktion. Praktisch, kann man mitordern. Ja, ja. Große Dusche, die Stehhöhe ist ja schon phänomenal hier. Genau, wir sind hier bei 2,13 Meter und da kann auch ein 2 Meter, 2,10 Meter Mann kann hier noch duschen, ohne dass er sich so einengt. Liebe Shenandoah, stell dich mal hin. Ach so. Streck mal die Arme aus. Oh, oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich gar nicht aufgefallen. 2,13 Meter. Das Wahnsinn. Kommt natürlich auch der Garage zugute, wenn man so große Stehhöhe hat. Ja. Auch hier ist ja ein Auto drunter. Trotzdem habe ich hier zwei Längsbetten. Die Maße vom Bett, 2x2? 2 Meter, ja. Schon fast vermutet. Wenn der Kunde jetzt ein größeres Bett möchte, ist das überhaupt kein Problem. Dann macht er ein bisschen länger. Machen wir ein bisschen länger, ja. Das geht? Ja. So, großer Fernseher, ein 32 Zoll habt ihr hingehangen. Dann zwei Kleiderschränke auf der linken und rechten Seite, lauter Oberschränke. Ja, das ist ja ein richtig tolles Auto. Mhm. Viel, viel Platz. Und wie ich gesehen habe, umlaufend in den Schränken auch die Heizung drin. Das heißt also, die hier unten laufen, siehst du? Beheizt und hinterlüftet sind die Schränke, auch die Oberschränke. Hier oben ist auch eine Öffnung. Mit Hinterlüftung. Das bedeutet, ich könnte die Skikleidung, auch wenn sie ein bisschen feucht ist, die trocknet sogar richtig, ja? Ja, aber das könnte man in die Dusche hängen, damit es trocknet. Großes Bad, also mit links rechtsseitig, dass man das schön trennen kann. Also jeder hat seine eigene Schublade, die da ist. Du selbst fährst auch mobil? Ja, Wohnmobil? Sehr gerne. Ja. Ihr testet die Fahrzeuge natürlich auch immer ausgiebig. Ja, ja, natürlich. Auf, ob die Ideen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Händler sich einbringen. Die sagen, hier, da haben wir was gesehen. Ja, also wir hören auch unseren Händlern sehr gut zu. Wir fahren selber gern mit Phoenix spazieren und testen. Und es funktioniert auch. Also wir bringen es auch dann in die Entwicklung ein. Auch hier geht die helle Holzfarbe? Würde natürlich, gehen. Ja, ja, klar. Gibt es da Nachfragen, dass die Leute sagen, ich hätte es gern heller? Ja, gibt es. Ja. Also ist das so? Sowohl als auch. Ist auf der ganzen Messe. Ist, ist ja eine ideale Ergänzung, die helle Farbe. Ne? Macht, das, macht aus dem Auto ein ganz anderes Auto, muss man sagen, ja. Also ruhig mal schauen. Haben wir in welchem Fahrzeug haben wir die gezeigt? Sag gerade nochmal. Das war das Auto 8900 BMMB. 8900 BMMB. Das gehört dem Oliver Schell. Ja. Und das fährt er auch privat, damit er mal alles durchtesten kann. Das war der 7,5 Tonner, der, genau, ja. Der da war. Auf MAN übrigens. Ja. So, großes Bett. Ich zeige es gerade nochmal. Da ist es. Was auch schön ist, ihr habt das große Heki. Habt ihr auch im Schlafzimmer drin? Das ist optional, oder? Das ist Option, ja. Mini-Heki-Serie, optional das große Heki 3. Boah, wenn man das jetzt so sieht, müsste man es fast nehmen, oder? Ja. Fast ein, und man hat auch einen Notausgang mehr. Ja, es gibt viele Kunden, die steigen damit aufs Dach. Ja, wirklich. Ja, also ja, das ist auch, wenn man da irgendwas macht. Ja. Oder Dach ist begehbar, problemlos, oder? Komplett, ja, ja, ist begehbar. Ich frage ja nur nicht, dass man mit einem Bein mal... Der trägt auch, ja. Passt. So, Dusche haben wir schon gezeigt. Du bist schon lange bei Phoenix, oder? Ja, schon über 15 Jahre, seit 2005. Was spricht für Phoenix so in 3-4 Worten? Bester Kabinenbau. Bester Möbelbau, beste Installationen, Qualität. So, wenn ich ins Fahrerhaus möchte, wie geht das? Ganz einfach. Außenrum über die Türe oder hier die Polster wegnehmen und dann Schiebetür auf. Zeig mal bitte, einmal ganz kurz. Ich weiß, das vielleicht ein bisschen... Aber nur, dass die Leute mal sehen, also im Notfall, wenn mal irgendwas ist, ich muss nicht außen rum. Nein, man kann ich immer hier durch. Ins Fahrerhaus. Ne? Wie cool ist das denn? So, dann kannst du, ich filme mal ganz kurz rein, wenn ich darf. Da ist der ganz neue MAN drin. Du bist ja großer Fan, voll digitales Display an beiden Seiten. Preis-Leistungs-Verhältnis, unglaublich, oder? Der MAN ist ein Geld wert. So, dann hat eine Motorbremse, ich brauche keinen Retarder. Nein. Und das Besondere ist die Leistung, wenn du mir die mal kurz sagst. Die Leistung bei dem Auto 6 Zylinder, 290 PS, über 1000 Newtonmeter,
Also bestens motorisiert. Haben wir übrigens gezeigt, in dem auch dem 7,5-Tonner haben wir ihn nochmal angemacht, auch mal gezeigt, wie ist das Display. Mhm. Also die neuesten Fahrerassistenzsysteme, alles mit drin, Multifunktionslenkrad. Ja. Lässt sich hier das Lenkrad auch wegschwenken? Ja, ja. Das ist diese Serie. Funktion mit dem... Ja. Das ist Serie. Haben wir immer. MAN-Service brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Weltweit ist, glaube ich, 24 ja. Stunden. Macht keine Probleme, der MAN. So. Wenn ich zu euch komme, kann man den Service auch bei euch machen im Werk? Geht das? Also wir haben 6 Kilometer von Aschbach entfernt ein Servicecenter und da machen wir Phoenix-Service. Das heißt, Aufbau, Dichtheitsinspektionen, Nachrüstungen, Reparaturen werden im Servicecenter erledigt. Ja. Wenn es um das Chassis geht, das Chassis muss zu MAN oder zu Iveco, aber alles, was die Kabine anbelangt, machen wir im Servicecenter auch. Habt ihr da einen Händler, der sich gut mit Reisemobilen auskennt in der Nähe bei euch? Alle Händler können. Alle Händler. Das ist kein Problem. Ja, also die Händler kommen zur Schulung, die werden regelmäßig. Nein, ich meine, es sind MAN-Händler. Also die. Ja, das ist MAN. Darf ich jetzt gar nicht sagen. MAN Bayreuth. Ja. Die bauen die Autos zum Wohnmobilchassis um. Ach, die kennen die natürlich in- und auswendig. Die haben es gebaut, also die wissen, was Sache ist. Okay. Gut, dann machen wir ein bisschen Werbung. Die kennen sich besonders gut aus, weil sie gebaut haben. Weil die sie gebaut haben, ja. Und die ersten Euro 6 Fahrzeuge, da wurden die Chassis in Bayreuth umgebaut und an die Kunden dann später als Wohnmobil ausgeliefert. Und da mussten die Abgasreinigung nachweisen, dass die auch wirklich noch genauso funktionierte. Und die haben Nachprüfungen gemacht in Bayreuth und haben festgestellt, Mensch, unser Umbau funktioniert ja noch besser als das Original. Sag mal, die Tür, die muss offen bleiben während der Fahrt, gell? Nein, die kann auch geschlossen werden. Kann auch geschlossen werden, ja. Weil ich irgendwie gehört hatte, man muss irgendwie zu den hinteren... Es muss ein Sichtkontakt zu den Beifahrern möglich sein. Zu den Beifahrern? Also zu den Mitfahrenden, ne? Ja, ja. Aber die kann man auch zulassen, die Tür. Okay. Die kann ja jederzeit geöffnet werden. Da sehen wir es. Also, wir haben ein richtig tolles Alkovenfahrzeug mit riesigen Bettmaßen. Vorne Bett? Ja, 1,60 breit, 2 Meter lang. Sieht viel größer aus. Okay. So, das kann man natürlich prima auch zum Ablegen von leichten Sachen verwenden. Also da kann man auch mal einen Stuhl theoretisch, aber brauche ich ja nicht. Ich habe eine riesen Garage innen drin. Ja, in dem Auto ist viel, viel, viel Platz. So, auch hier Lieferzeit ein Jahr? Ja. Es sei denn, man kriegt dann Lagerware. Nee, Lagerware gibt es bei uns nicht. Ha. Also alle, nee, ich meine jetzt bei den Händlern, Aussteller. Ja, Händler, Aussteller, genau. Wir bauen nicht on Stock. Ich weiß nur, der Freistaat zum Beispiel, der verkauft ungern seine Vorführfahrzeuge. Der hält die wirklich bis zum Ende. Ja, ja. Für Ende der Saison, was man nicht zeigen kann, kann man nicht verkaufen. Ja, das stimmt. Das ist so. Komm, wir gehen raus. Es gibt immer einen sehr niedrigen Ausstellungsbestand und auch einen sehr niedrigen Gebrauchtwagenbestand. Ja, ich befürchte, der Boom, der ist an euch nicht. Ich kann leider sagen, aber wir sind ja froh, wenn Autos verkauft werden. Sehr schön. Toll. Ja, Technik zeigen wir mal ganz kurz. Das haben wir eben schon gezeigt. Phoenix ist hier drin, alte Heizung. Warmwasser, Fußboden ist komplett beheizt hier drin? Der Fußboden ist durch den Doppelboden beheizt. Ja. Eine extra Fußbodenheizung brauchen wir nicht. Und der hier ist automatisch warm. Da ist die Garderobe. Und, was er immer wieder betont, wenn das Fahrzeug klappert, das soll er nicht. Der klappert nicht. Der klappert nicht. So. Da können Sie am Montag kommen und mitfahren. Da fahren wir zum Fototermin. Sehr gut. Sehr schön. So, und das ist eine absolute Messe-Neuheit, wie er hier steht. Der hier, der Alkoven. Genau. Der ist ganz neu. Also das 2022er Modell. MAN. Boah, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Okay. Du kennst die Fahrzeugklasse, Wolfgang. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen den Spirit von Phoenix. Denn ihr habt ja viele Fans, die auch auf die Messe kommen, auch wenn sie kein neues Fahrzeug direkt suchen. Ja. Das ist eine richtige Fangemeinde. Wie viele Phoenix fahren denn insgesamt? Oh. Gute Frage. Wir sind bei ca. 3000. 3000 Phoenix und die ersten Modelle laufen auch wirklich noch auf den Straßen. Ne? Also ein Phoenix hält auch länger als 15 Jahre. Mhm. Und die Leute sind auch stolz auf ihre Autos. Ne? Die werden teilweise mit der Zahnbürste gepflegt und die sind auch wirklich in hervorragendem Zustand. Haben wir ganz, ganz oft. So, wir machen jetzt ein letztes Fahrzeug noch. Wir haben eine ganz große Stehhöhe, 2 Meter und 13, auch hier voll integriert auf dem gleichen Motor. Das ist jetzt ein Iveco Daily. Iveco Daily. 7-Tonnen-Chassis auf dem 72er-Chassis mit 207 PS, Euro 6 Emil oder in dem Fall noch Dora. Okay. So, und das werden wir gleich mal zeigen. Das war jetzt der Phoenix Top X Alkoven 10.800 BMA CX. Und das ist nochmal der Preis, 452.171 Euro. Danke fürs Einschalten. Vielen Dank. Ciao.